Moin Jungs, 80sBack und willkommen zur 150. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. The excitement is real. Am Bean. Wir werden jetzt hier mal den Boden machen. Weil, wenn wir die anderen Sachen auch noch nicht ganz genau wissen, den Boden können wir schon mal machen, weil der ist recht leicht. Der ist halt einfach weg und dann wieder Holz hin. Natürlich Schwachsinn, hier die ganze Erde überhaupt erst hingepackt zu haben. Könnte man jetzt sagen, hätte man auch recht. Aber ist halt jetzt so. Ich habe auch noch eine kleine Stelle, müssen wir halt auch freilassen. Weil da was anderes hinkommt. An Boden. Und zwar die Küche. Ich weiß nur noch nicht, wo die Küche hinkommt. Deswegen müssen wir erstmal alles wegmachen. Vielleicht erkennt man das spontan, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt ernsthaft schon wieder auf der Hälfte zu Folge 200. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier reinfalle. Hätte ich am 1. November damals, als die erste Folge kam, nicht gedacht, dass ich irgendwann... Ich hätte nicht gedacht, dass ich bis 100 schaffe, das habe ich schon 1000 Mal gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich noch 50 Folgen schon weiter bin. Irgendwann. Dass ich das so überhaupt mache. Hätte ich nicht gedacht, aber ist natürlich schon geil. Ich bin ehrlich, die letzten paar Tage wusste ich nicht ganz, was wir überhaupt bauen sollen. Deswegen haben wir jetzt auch endlich mal hiermit angefangen. Das habe ich auch schon bestimmt seit über 100 Folgen vor. Weil halt auch wegen Gronkh, wegen früher Wolkenpalazzo, ne? Hat ja auch denselben Namen. Und das sind halt Häuser, die ich immer baue. So eine Art von Haus. Der Stil, die Lage. Ich bin halt viel mehr ein Creative-Bauer im privaten Spiel. Und mache dieses Survival gar nicht mal so gerne. Also ich verstehe, zum Beispiel, wir haben einen Server mit ein paar Kumpels. Und der ist halt auch im Survival. Und da hatten wir letztens die Diskussion, dass es doch gar keinen Bock macht, wenn man im Creative einfach alles hat und einfach bauen kann. Und das die Meinung teile ich halt zu 0%. Ich finde, das ist... Es gibt mir keine Befriedigung, hier die ganzen Rohstoffe vorher mühsam holen zu müssen, nur um die dann verbauen zu können. Da habe ich... Also, das macht mich nicht irgendwie happy oder was auch immer. Ich freue mich nicht darüber. Ich finde es halt eher nervig, weil ich so denke, so, wenn ich jetzt einfach im Creative wäre, hätte ich die ganze Scheiße und könnte Zeit sparen und einfach nur das machen, was mir mehr Spaß macht, nämlich bauen. So, weil, also, ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, wie ich das meine. Mir macht das Bauen halt viel mehr Spaß als das Abbauen. Jetzt blöd gesagt, aber ich finde hier so ein Ding einfach hinzusetzen im Creative in einer Stunde tausendmal nicer, als hier so ein Ding hinzusetzen, nachdem du 15 Stunden dafür Wolle gefarmt hast, zum Beispiel. Weil es halt einfach, naja, schneller geht und ich habe keinen Bock, so viel Zeit dafür zu investieren. Wenn ich wüsste, dass ich es auch im Creative einfach machen kann und dann in derselben Zeit vielleicht 10 Häuser baue, ich alle geil finde, anstatt ein Haus, was ich geil finde. Und das Haus wird dadurch ja nicht nicer, dass ich da mehr Zeit gebraucht habe, um mir die Ressourcen zu holen. So. Natürlich, weil man dann limitiert ist, wird man anders kreativ, das verstehe ich. Aber cool finde ich trotzdem nicht. Wenn man da jedes Mal... Scheiße, das war dumm. Wenn man jedes Mal hier einen halben Wald erst abroden muss, nur damit man sich sein Haus bauen kann, zum Beispiel. Oder eine komplette Schafsherde von 5000 Kühen. Eine Schafsherde von 5000 Kühen, ja. Eine riesige Schafsherde plündern muss, um deren Wolle. Hau mal ab da.
Wow, er stirbt genau, wo ich den Pfeil losgeschossen habe. So, bei dem, bei der Multiplayer-Welt. Ich wollte gerade World sagen und habe mich selber noch so ein bisschen gebremst. Bei der Multiplayer-Welt, mein Haus, habe ich halt, weil wir halt da zusammenspielen und weil jeder im Survival ist, im Survival gebaut. Weil es halt uncool ist, wenn man dann sich da ein Palast hinsetzt, nur weil man mal eben in Creative gegangen ist. Aber lieber hätte ich es auf jeden Fall im Creative gemacht, weil ich absolut zu 1000% eher ein Creative-Spieler bin. Zum Beispiel allein, dass ich jetzt gerade zu der Workbench gehen musste und mir eine neue Schippe machen musste, das nervt mich schon. Weil ich so denke, das ist doch unnötig, jedes Mal dafür die Zeit zu nehmen und eine neue Schippe machen zu müssen. Wenn man im Creative einfach hier durchfliegen kann, alles One-Hit kaputt hauen kann und ganz easy hier einfach durchkommt und man viel mehr Zeit mit dem verbringen kann, was man eigentlich mag, und zwar bauen. So. Ich habe da einfach irgendwie einen anderen Blickwinkel zu. Weil mir macht das Bauen an sich halt einfach Spaß. Und das, wenn das dann fertig ist und das dann cool aussieht. Mir macht aber nicht das ewige vorher Ressourcen beschaffen und was auch immer. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Das finde ich total nervig. Das sagt natürlich auch sehr viel über meine Person aus. Und das ist auch bei weitem nicht nur bei Minecraft so. Aber Minecraft ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich glaube, wir haben tatsächlich zu wenig Birke. Ich hol mal eben die ganzen Blöcke. Ich wollte jetzt auch gar nicht so einen Rant hier machen. War nur einfach was mir eingefallen ist und was mich dann auf den ganzen Gedanken gebracht hat, und dann war es zu spät. Hatte ich den abgebaut? Ja, habe ich. Lass mal hier den Block offen. So. Falls wir da nochmal runter müssen, was wir mit Sicherheit müssen. Wir haben auf jeden Fall zu wenig Birke. Scheiße. Stopp. Wir hatten 5,5 Stacks oder was? Wie viel kann man denn brauchen? So. Können wir hier noch auf. Ich glaube irgendwie, dass da in die Ecke die Küche kommt, aber ich weiß noch nicht, ob das auch wirklich 100% so ist. Es ist wahrscheinlich, aber es ist noch nicht 100 Pro. So. Cool. Keine Birke mehr. Gehen wir mal eben pennen. Weil auch wenn das komplette Haus aus Wolle ist, schlafen können wir da leider noch nicht. Bisschen ironisch. Aber gut. So, dann machen wir uns, sobald wir aufgewacht sind, eine neue Axt. Und dann haben wir noch irgendwo eine Axt zufällig? Das wäre auch zu schön gewesen. Ne, okay. Ich bin gerade irgendwie müde. Ich bin gerade echt gut einpennen. Egal. Mach ich natürlich nicht. So. Gehen wir mal nach da. Gut, dass wir die neue dabei haben, sonst wäre das jetzt ein Reinfall. Irgendwie beim Holzabbauen ist dieses Spiel so flüssig, wie es bei nichts anderem ist. Aber dieses Spiel ist eh ein Rätsel, wann das mal flüssig ist und wann nicht. Also von daher kann man da auch nicht wirklich krasse Schlüsse draus ziehen, weil es eh macht, was es will. So, wir nehmen natürlich nicht jede Birke mit, damit hier das natürliche Gleichgewicht bestehen bleibt, wegen Nachhaltigkeit und so, ne? Throwback zur ersten Folge. Habe ich da wirklich oft gesagt, weil ich versuchen wollte, ein Meme zu erzwingen. Hat nicht unbedingt geklappt.
Liegt vor allem daran, dass es keiner gesehen hat. Biene! Hallo Biene! Also, nicht, dass es keiner gesehen hat, sondern einfach, weil es halt sehr wenig Leute nur gesehen haben, weil ich halt ein kleiner Kanal bin. So. Wenn es vielleicht viele gesehen hätten, dann wäre es eventuell ja schon eins gewesen. Keine Ahnung. Ja. So. Ein Schaf. Hallo Schaf. Warte mal. Hat keiner gesehen. Alter, mein Schwert ist aber on fire. One-Hit schon wieder. So. Gehen wir mal eben wieder da rein. Ich will doch gerade mal was auf. Was gar nicht cool aussieht. Und das ist hier das. Nämlich, dass die Erde da oben nicht grün wird. So. Gut. Guten Tag. Ich habe irgendwie geschielt und habe 64 da gesehen. Naja. Egal. So, ihr könnt schon erahnen, eventuell, wenn ihr ganz aufmerksam geguckt habt, was ich ja hoffe, warum ich hier so frei lasse. Ne? Kann ich euch ehrlich gesagt nicht mal sagen, aber ich habe eine kleine Idee. Die hier nehmen wir jetzt auch mal mit. Die ist auch sehr blöd platziert. So. Hallo. So. Wir packen jetzt erstens die hier hin. Dann machen wir so. So, so, so. Und dann geht das hier nämlich runter. Hier auch. Da ist eine Katze da unten drin. Warum ist da eine Katze? Ich tatsächlich noch zwei, weißt du? Wir haben zu Hause in der Kiste haben wir noch eine, das weiß ich noch, die habe ich gerade gesehen. Bringt uns aber genauso wenig. Katze, warum bist du hier drin? Sag mal. Renn doch nicht weg. Blödes Viech. Oh, Junge. Gott, muss das sein? Ich mag Katzen überhaupt nicht, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Stinkviecher. Team Hund for the win. So, was unser Haushalt noch gar nicht hat, ist ein Ein- und Ausgang. Das ist nicht unbedingt schlimm, weil wir halt mit der Elytra hier einfach landen können auf dem Balkon. Aber ist natürlich nicht die feine englische Art. Ich mache jetzt trotzdem hier die Eckblöcke weg, damit wir die zwei Treppen wegkriegen. Das nervt mich sonst. Das nervt mich gerade auch. Arschloch. So. Huhu, Arschloch. So. Wenn wir das auch zumachen. Füllen wir das hier. Ich glaube, das geht sogar ein bisschen zu weit in den Raum rein. Aber was soll das? Jetzt ist es halt so. So. Hier noch weg. Und Wolle dahin. Und hier, wo man es sieht, machen wir auch noch Wolle hin. Das ist das Ding beim Bauen von Minecraft. So viel Baufusch wie möglich. So wenig Baufusch wie nötig. Juckt doch keinen, dass das da hinten nicht weitergeht. Muss ja keiner wissen. Jetzt kommt eine sehr wichtige Frage, und zwar Glasscheiben oder richtiges Glas? Ich glaube Glasscheiben. Da machen wir mal 30. Hui! Danke, Timer. Ja, ja, Glasscheiben. Cool. Hier das Riesenfenster. Geil. Richtig cool. Hier
Das Küchenfenster. Gehe ich mal von aus, dass das Küchenfenster wird. Hier drei. Hier drei. Machen wir das zu oder machen wir das nicht zu? Machen wir so? Ja, wir machen so. Sagen wir mal, der Eingang kommt dahin. Also die Tür. Der Eingang. So. Perfekt. Und dasselbe machen wir dann auch auf der Seite. So. Ich weiß noch nicht, ob wir hier die Reling quasi auch aus dem Glas machen oder aus schwarzem Glas. Weil ich nicht weiß, wie man schwarzes Glas macht. Das ist vor allem der Hauptgrund. Guck mal eben, ob man das hier sieht. Black. Ah, einfach mit schwarzer Farbe. Okay. Wie macht man denn Dye? Egal. Gut. Ist ein Problem für eine andere Folge. Wir sind weit gekommen. Wir werden noch viel weiter kommen. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns direkt morgen in der nächsten Folge in alter Frische wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner